Denn es ist eine so großartige Veranstaltung zu sehen, wie die Betroffenen leidenschaftlich spielen. Wie sie sich vorbereiten. Wie eine ganze Bewegung entsteht. Von Hunderten und Tausenden von Leuten. An diesem Wochenende schaut die Welt nach Berlin. Im Horst-Korber-Sportzentrum werden nämlich die zweiten Weltmeisterschaften im Tischtennis für Parkinson-Erkrankte ausgetragen. Über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen 3 Tage lang im Einzel-, Doppel- und Mixwettbewerb um den Titel der Weltmeisterin und des Weltmeisters. Und das mit positiven Nebeneffekten. Tischtennis macht nicht nur großen Spaß, es ist auch eine Sportart, die deutlich die Symptomatik der Parkinson verbessern kann. Nicht, dass wir dadurch geheilt werden können, aber es verbessert die Symptome. Nachdem die ersten Weltmeisterschaften 2019 in New York bereits ein voller Erfolg waren, zeigen die steigenden Teilnehmerzahlen von diesem Jahr, wie beliebt das Event ist. Wichtig ist im Internationalen Tischtennisverband aber vor allem, nun weitere Menschen mit Parkinson dazu zu ermutigen, Tischtennis zu spielen. Und das nicht nur auf der großen Bühne. Hier können Sie Ihre Erfahrungen austauschen. Uns ist es aber wichtiger, dass wenn Sie nach Hause kommen, über das Event reden und dass mehr Menschen mit Parkinson anfangen, Tischtennis zu spielen. Sie können das bei der Weltmeisterschaft machen oder einfach zu Hause. Das beste Beispiel hierfür ist für Jens Gunter Greve, der mit seiner Stiftung Yubidu als Ausrichter der WM fungiert und vor 8 Jahren die Diagnose Parkinson bekam. Er selbst nimmt nach New York in Berlin sogar schon an seiner zweiten Weltmeisterschaft teil. Und das sogar recht erfolgreich. Über 2 Medaillen darf sich Greve am Finaltag freuen. Im Doppel mit Mike Gühmann wird er Dritter und mit der US-Amerikanerin Margie Alley gewinnt er später Silber im Mixed. Kein richtiger Tischtennisspieler. Ich habe erst vor 6 Jahren im Garten das durch Zufall gelernt. Andere Sportarten waren meine Kindheitssportarten, nicht das Tischtennis. Aber ich hab viel geübt und habe einen guten Trainer und einen guten Coach. Und bin sehr stolz darauf, dass ich eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille gewinnen konnte. Auch wenn es für Jens Gunter Greve am Ende nicht für den Weltmeistertitel gereicht hat, stehen am Ende des Tages doch einige deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz oben auf dem Treppchen. Allein 3-mal ist es Thorsten Flüß, der die Titel in allen 3 Wettbewerben gewinnen konnte. Im Endspiel seines Einzels setzt er sich gegen seinen Landsmann Norbert Hase in 3:1 Sätzen durch. Einen gesamten Medaillensatz dagegen gibt es für Brigitte Plehn. Weltmeisterin wurde sie im Einzel, indem sie die Slowenin Biserka Musik in 4 Sätzen bezwang und anschließend noch Silber im Doppel und Bronze im Mixed gewann. Insgesamt ertönt 8-mal die deutsche Nationalhymne bei der Siegerehrung. Am Ende des Tages gewinnt nicht der, der am besten ist, sondern der sich am besten über die Zeit retten kann. Mit seinem Zustand zum Beispiel war ich doch ziemlich überbewegt. Das sorgt dafür, dass ich nicht mehr so gut spielen kann. Natürlich möchten wir euch die Siegerinnen und Sieger der anderen Wettbewerbe auch nicht vorenthalten. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, wurden alle Starterinnen und Starter im Vorhinein in ein extra für die Weltmeisterschaft entwickeltes 3-Klassen-System eingeteilt. Daher gibt es für fast jeden Wettbewerb 3 Weltmeistertitel. Für die deutschen Starterinnen und Starter also 3 durchaus erfolgreiche Tage. Doch vor allem ist es das Miteinander und der Austausch untereinander, die die Gemeinschaft stärken. Sie haben alle ihre eigenen Symptome und viele schämen sich ihrer Symptome und ziehen sich deswegen zurück. Und die Gemeinsamkeit zu betonen, ist mir deswegen wichtig, damit die Menschen rauskommen und zusammen etwas unternehmen. Die nächsten Weltmeisterschaften werden 2022 in Zagreb, Kroatien stattfinden. Dann soll es natürlich auch wieder ganz viele Medaillen für das deutsche Team geben. Aber vorrangig wird es weiterhin sein, noch mehr Parkinson-Erkrankte aus vielen anderen Nationen für die Sportart zu begeistern.